Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, zu einer weiteren Runde Europa Universalis 4 mit eurem Don Firenze. Und wir legen los. Wir können eine Institution fördern, das tun wir auch gleich. Das ist wunderbar. Gut. Ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Kann ich auch nichts machen. Da ist sehr viel Unruhe bei uns. Vielleicht können wir da mal schauen, ob wir da einen Berater finden. Unruhe global. Jetzt wartet mal. Ich werde mal ganz kurz Flotten runtersetzen, die Force stilllegen und die Armeen pimpen wir auch mal nach unten. Dann sollte das eigentlich an und für sich kein großes Problem mehr darstellen. So, und jetzt werden wir Missionarsstärke uns wirklich den Unruhe-Typen hier holen. Hilft alles nichts. Das sollte jetzt dazu führen, dass eigentlich diese Unruhen auch ein Stück weit im Keim versteckt werden. Standardisierte Uniformen. Blaue Horde. Gehen wir da raus. Und machen gleich hier weiter. So, dadurch kriegen wir so ein bisschen Ruhe. Hafun. Wo sind denn unsere Armeen da hinten? Unruhe. Okay.
Wir haben hier unten zwei 30er Armeen, das passt soweit. Wir haben auch hier eine 30er Armee, passt soweit. Und wir führen hier gerade diese Einheiten hier zusammen. Jetzt halbieren wir das mal. Sind da irgendwelche... Nein, da nicht. Wurde bereits zugeteilt. Esiköse, Sedifinkara. Das hier ist Urdus. Oh man. Lassen wir das jetzt mal weiterlaufen. Nahkampf, Militärtaktik. Wunderbar. Da geht was vorwärts. Rathaus. Eine Manufaktur könnte man noch mal bauen. Prestige-Lehrlich. Brauchen wir gerade nicht. Okay. September 7. What? 67, das ist in 10 Jahren. Wir müssen irgendjemanden angreifen. Das ist interessant jetzt, weil wir dadurch natürlich nochmal in die Position kommen. Wie sieht es hier aus? 68, das sind 10 Jahre. Den schicke ich mal dahin. Ich könnte die auch einfach annektieren. Könnte ich. Aber was habe ich davon, wenn ich die dann direkt angreife? Hm.
dauert sogar noch länger. Ich könnte natürlich versuchen, die da anzugreifen. Das ist ja mal ganz klar. Die Frage ist halt, ich müsste dann erst Äthiopien rausdroppen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir machen hier Folgendes. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir machen hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Quatsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei. So. Das könnte klappen. Und dann müssen wir halt schauen, dass wir mit den Armeen hier das möglichst schnell über die Bühne kriegen. Moment, wer ist tot? Padishah. General. Okay, einer unserer Generalis ist tot. Du kriegst auf alle Fälle mal den hier. Du kriegst den hier. Und du kriegst den hier. An und für sich kein Beinbruch. Beziehungen verbessern. Aufbau Spionagenetzwerk. Beides nicht so schlecht. So, und dann müssten wir hier noch mal gucken. Und zwar hätte ich gerne, das ist der Transportschiff. Eins, zwei, drei, vier. Wählt diese Einheit aus. Die lassen wir jetzt auch mal sausen. Und hier unten müssen wir eins. Zwei. Drei. Wunderbar. So. Ich glaube, wir können hier sogar noch ein bisschen drauflegen. Nämlich 1, 2 nochmal. 1, 2, 3, 4. Ja, das passt. Jetzt passt es auf alle Fälle.
Gut. Klar, schick mal den raus hier. Regimentscamp, Übungsplatz, Schiffswerft, Trockendock. Trockendock. Einheitenlimit, Flotte. Mach mal doch glatt. So, und dann würde ich vorschlagen, klemmen wir noch das hier mal ganz kurz. Holen das zurück. Holen das zurück. Und dann werden wir kurzerhand die da. Ah, die haben sowieso nichts. Die Ausgaben passen soweit. Gut. Jetzt können wir hier Krieg erklären. Ach scheiße, jetzt sind die wieder mit dabei. Das ist doch kacke. Jetzt habe ich mich so schön gefreut. »67. Das ist doch ein Scheiß. Das sind noch 10 Jahre. Tunesien würde mitmachen. Jetzt eine gute Frage. Ein guter Rat ist teuer. Guter Rat ist teuer. Dass das Mogulreich jetzt da wieder mitmacht, ist kacke. Dann könnte ich ihnen genauso gut eine Vasalisierung anbieten. Dann können wir ihnen als nächstes ein Geschenk anbieten. Staatsehe machen wir natürlich auch. Okay. Und dann noch Beziehungen verbessern. Dann müsste das klappen. Das war jetzt natürlich ein Satz mit X, das war wohl nix, aber kein Problem. Wir könnten dann alternativ tatsächlich nochmal versuchen, Spanien anzugreifen. Da müssen wir jetzt nur mal ganz kurz nochmal gepflegt drauf gucken. Ich meine, diese Kolonialstaaten, da bin ich jetzt nicht so. Da habe ich jetzt keinen Stress. Und wenn ich nur die Provinz hier hinten kriege, dann wäre das für mich ja schon mal ein Erfolg. Wenn ich hier hinten so ein paar Länder abräumen könnte, wäre das ja schon mal
Ja, ein Fuß in der Tür oder vielleicht hier noch irgendwie irgendwas in der Hinsicht. Halt, nee, nee, nee. Lokale Unruhe. Mit England und Polen, Litauen. Ablehnen. Wieso machst du das nicht? Nee, das meine ich doch gar nicht. Verbündete an Bord lassen? Wieso zum Teufel? Ich krieg die da nicht hin, ne? Syrisch, Syrisch. Irgendwie ist das seltsam. Ich krieg das nicht hin.
Dann müssen wir hier halt mal ein bisschen Beziehungen verbessern. Vielleicht wird das dann besser. Sowas Blödes. Okay, wo bist du? Kein Thema. Wir machen denen jetzt ein Geschenk, oder? Ich glaube, es wird ein bisschen besser. Rekrutenreserve. Wieso nutzt du nicht die Schiffe? Braucht man dazu vielleicht einen Admiral? Nee, das kann aber nicht sein. Moment, automatischen Transport deaktivieren. Ukala, da haben wir nun. An Scheiß wirst du genutzt. Mach mal da mal eine Schiffswerft, oder? Ein Dock. 12 Monate. Gut. Merkantilismus, jawohl. Ja, es fehlt nicht mehr viel. Großartig. Damit passt es auch. Berufen, können wir euch irgendwie umstimmen? Naja, jetzt kann ich wahrscheinlich auch noch so lange warten, ne?
Und dann meinen Plan und doch umsetzen. Nachdem mir das hier auch bald gehören wird. Dann machen wir das mal so. Und sagen, okay, Bedrohungen, erzürnte Nationen und Verbündete. So, los geht's. Aber dann drillen wir jetzt hier mal unsere Armeen. In jedem Fall 48, 56 haben wir hier irgendwo. Ihr beiden geht mal dahin. Dann nutzen wir jetzt einfach die Zeit, um unsere Truppen da an der Stelle auszubilden. Was ist das denn hier? Mogulreich? Sollen die mal da hochgehen? Kultur ändern, Entwicklung, Stände. Wir müssen zuhören, administrative Macht. Ist okay, wir verlieren im Jahr, das ist schade. Unser Berater hier an der Stelle ist... So, Doc, dann lasst uns hier mal ein bisschen investieren. Ich will nur was testen. Nee, geht auch nicht. Gott ist gut. Krasse Scheiße. Wir könnten mal noch eine Manufaktur bauen. In Aleppo. Aleppo ist hier. Nee, das ist es nicht. Damaskus muss doch hier irgendwo sein. Aleppo, hier.
So. Prima. No guy. Der Waffenstillstand ist bald vorbei. Sind 10. Das machen wir anders. Und noch 3 von denen hier. Tuck, tuck, tuck. Und dann bauen wir noch ein paar Docks. Und dann soll es das auch für diese Folge gewesen sein. Sorry, dass es diesmal weniger Action gab, aber Schiffswerft, Einheitenlimit. Nee, lasst mich nochmal kurz draufschauen. Na komm. So, dadurch kriegen wir hier draußen dann auch irgendwann eine ordentliche Flotte zusammen. Und können das so durchlaufen lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Don Firenze.